Oh, ist das so schöne Musik. Oh, Alter, warum manchmal das Stativ da auf? Schön. Schön ist es mal wieder hier zu sein. Schöne Sache. Das war ein herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Absauganlage. Das ist eigentlich grundsätzlich so ein Thema, was euch oder relativ vielen immer ganz gut gefällt. Ich werde heute mein Absaugsystem da hinten an die Drechselbank verlängern. Ich habe gemerkt, dass der Drechselplatz bei mir echt immer so ein bisschen der Sauplatz ist. Das liegt aber eigentlich nur an den ganzen Spänen, weil ich hier zwar einen langen Schlauch habe, mit dem ich alles absaugen könnte, aber das ist immer ein bisschen nervig, den Schlauch über die ganzen Maschinen zu ziehen. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, werde ich die Absauganlage doch ein bisschen verlängern. Das liegt aber nicht nur an der Absauganlage, zwar liegt das an den Projekten, die ich derzeit so auf der Drechselbank mache. Und zwar mache ich viele Stifte und Flaschenöffner, weil ich bald auf dem Weihnachtsmarkt bin und da will ich einfach die ganze Misere direkt absaugen können. Vielleicht gerade ein paar grundsätzliche Worte zu meiner Absauganlage. Ja, ich benutze 125er KG-Rohre, würde ich in einer größeren Werkstatt wahrscheinlich nicht nochmal so machen. Ich weiß es aber derzeit nicht. Und ich habe das hier schon, ich sag mal, in Anführungszeichen professionell gelöst. Und zwar habe ich überall versucht, Rohre zu benutzen. Denn bei Rohren habt ihr einfach weniger Widerstand anstatt als bei Schläuchen. Und das bedeutet, wenn die Leitung hier 10 Meter lang ist, macht das nicht so wirklich viel aus. Weil durch diese Rohre verliert man eigentlich gar nicht so viel Widerstand. Gar nicht mehr so viel Luftvolumen, das man befördert. Das war's. Das war's. Weil es heute auch schon um das Thema Absauganlage geht, zeige ich euch nochmal kurz mein Absauggerät. Das ist hier dieser alte Schepper HA3200. Wenn ihr so eine auf eBay Kleinanzeigen findet, kauft sie. Alles bis 300 Euro ist echt ein guter Preis. Und davor habe ich meinen Spänenabscheider. Mega cooles Teil. Da sammle ich meine ganzen Hobelspäne drin. Ich mache den Sack hier nie leer. Ich mache immer den Spänenabscheider leer. Der funktioniert nicht so genau wie ein Zyklonabscheider, weil es kein Zyklonabscheider ist. Aber es reicht eigentlich für die meisten Fälle aus. Davon gibt es Pläne. Die findest du in der Videobeschreibung. Hier hört meine lange Absaugleitung auf. Hier ist auch ein normaler Stutzen einfach drauf. Und hier oben habe ich das Ganze reduziert wie die Tischkreissäge. Aber unten läuft immer noch dieses 125er Rohr weiter. Das hier ist alles für die Tischkreissäge und da werden wir auch gleich das Ganze anschließen. Ein Grund, warum ich es hier auch nicht verlängert habe, war einfach, es war nicht so vonnöten, weil ich manchmal viel gedrechselt habe, aber nicht oft. Aber das hat sich halt jetzt im Moment verändert. Und außerdem holt halt schon so dieses 125er Rohr relativ viel Platz in die Tiefe weg. Das sieht man allein schon hier beim Gestell, das muss dann auch ein gutes Stück weiter nach vorne und. Aber jetzt mache ich es, jetzt lohnt es sich, dass man da so eine Absaugleitung hinlegt. Ich habe euch ja eben kurz die Stelle gezeigt, hier bei diesem Balken. Darauf stützt das Dach von unserer Werkstatt hier. Und dieses Mal werde ich keine Rohre hier rumlegen. Dieses Mal werde ich einmal einen Schlauch machen, weil das hier eh wahrscheinlich nicht mehr so für extrem lange Zeit dann sein wird. Deswegen hole ich einfach die Rohrreststücke, die ich hier überall irgendwie rumtrollen habe und benutze die dann auch mal endgültig. Immer so Kleinigkeiten, Alter, die leihen immer irgendwo rum. Ach, da ist der Schleifplatz, Alter. Warum leider das Ding da? Das ist der erste Heaven, würde ich mal wieder sagen. Alter, warum baue ich nicht einfach mal eine Leiter oder kauf eine? Du hast die rutschig, Alter, hat das. Ach, jetzt. Ich habe mal vor etwas längeren 2-3 Holzschalen vorgedrechselt. Kann man es erkennen? Ich habe voll einen Kloß im Hals, ey. Ich habe echt gedacht, ich hätte hier oben noch ein paar KG-Rohrteile. Dem ist anscheinend nicht so. Naja. Draußen regnet es gerade so brutal. So brutal hat es, glaube ich, schon seit einem halben Jahr nicht mehr geregnet. Egal, ich fahre gerade aber im Baumarkt. Denn. Ja, denn ich habe einen 45 Grad Abzweig geholt. Den will ich mir nämlich noch dran bauen, damit ich an meiner Säulenbaumaschine manchmal auch was wegsaugen kann. Oh, Alter, ich habe irgendwie so massiver Kloß im Hals. Des Weiteren habe ich hier mal die ganzen Schlauchreste, die ich noch über habe, rausgeholt. Denn damit will ich ja um die Ecken gehen. Und die kann ich dann jetzt endlich auch mal verarbeiten. Da oben unter der Decke hängen auch noch ein paar Meter Schlauch. Und die werde ich benutzen, um halt, wie gesagt, in diese Ecken zu gehen. Weil ich leider kein Flutsch mehr habe, muss ich Silikonspray benutzen, damit die Rohre hier einigermaßen reingehen. Lange war dieses Teil hier zu. Ach, krass.
angesammelt. Grundsätzlich würde ich euch eigentlich empfehlen, wenn ihr eure Absauganlage, wenn ihr euch denn dazu entscheidet, auch KG-Rohre zu benutzen, lasst am Anfang alle Gummirichtdichtringen draußen. Dann könnt ihr. Alter, was ist denn das Spiel? Dann könnt ihr nämlich alles perfekt auslegen. Und wenn ihr dann fertig seid und die Rohre auch zugeschnitten habt, dann würde ich erst die ganzen Ringe verbauen. Man denkt, es dauert länger. Aber glaubt mir, wenn man hier diese ganzen Teile mal falsch verbaut und muss diese Gummiteile wieder rausziehen, dann dauert das echt auch ziemlich lang. Machen wir hier direkt noch ein 45 Grad Stück drauf. Jetzt könnt ihr nämlich die Teile alle verbauen und könnt schauen, ob das mit der Anordnung überhaupt hinhaut. Ja, und so geht das doch. Ach, wer ruft mich da jetzt schon wieder an? Ja, hey, grüß dich! Und das war natürlich mal wieder typisch für mich. Ich hätte besser erstmal den Schlauch hier reingefobelt und dann das da reingestopft, denn das komme ich ja nicht mehr so gut dran. Aber naja. Lochband bringt uns heute zum Glück, denn damit befestige ich die ganzen Rohre an der Wand. Alles fest. Alter, komm doch jetzt, Manometer. Als wir hier ein Rohr hingelegt haben, war ja nur eine Sache. Ich will noch die Drechselbank so ein bisschen einkapseln, dass da einfach beim nächsten Mal nicht mehr so viel Kram so zwischen das Bett fällt oder hinter der Maschine. Das probiere ich in dem heutigen Video mal aus. Natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir die ganzen Kabel nicht kaputt drücken. Das wäre ärgerlich und ein bisschen blöde. Ich werde jetzt gleich USB holen und werde hier unten drunter das auch alles zumachen. Das bedeutet, wenn hier Späne reinfallen, zwischen das Maschinenbett, werden die auch sich dort unten drin sammeln. Mache ich extra, ich will halt einfach weniger Späne auf dem Boden haben und da werde ich unten irgendwas machen, dass ich die dann immer irgendwann, wenn sie es gehäuft hat, dann absaugen kann. Jetzt brauchen wir aber erstmal USB. Seht, auch in diesem Projekt benutze ich hier wieder meine Ablenkvorrichtung. Die ist einfach mega praktisch. Wenn ihr nicht so viel Platz habt, da könnt ihr eure USB-Platten ganz einfach zuschneiden. Ich habe jetzt hier ein Brett ausgeschnitten, das passt unter die ganze Maschine. Das könnte ich aber noch kurz schleifen, ne? Ich habe jetzt zwei KG-Rohrteile eingebaut. Wofür sind die? Dieses Teil hier ist für unterm Maschinenbett. Die, wenn die dort runterfallen, wenn das sich dann lohnt, kann ich einmal mal den großen Schlauch runterklemmen, alles reinkehren und dann ist das auch alles schon abgesaugt. Hier, das ist der Absperrschieber. Unten drunter kommt dann mein Schlauch. Der wird dort die meiste Zeit dran hängen bleiben, weil unten drunter sammelt sich ja nicht so viel. Und wenn ich dann die Maschine brauche, kann ich das hier öffnen. Könnte, wenn ich dann noch irgendwie eine Kopiervorrichtung oder so an die Maschine dran baue, einen anderen Schlauch drauf machen. Diesen hier. Und den könnte ich dann an meiner Kopiervorrichtung festmachen. Außerdem kann ich dann mit diesem Schlauch die ganze Maschine mal blitzeblank absaugen. Und das können wir jetzt erstmal unter die Maschine schrauben.
Mein Ziel ist es ja hier bei dieser Absaugung oder bei dieser Einkapselung, dass die ganzen Speere, die hinter die Maschine fallen, nicht mehr runterfallen können. Die dazwischen fallen, können auch nicht mehr runterfallen. Und damit sie hinten nicht mehr runterfallen können, habe ich jetzt hier so ein großes Brett. Ich bin gerade selber hier, um zu schauen, ob das hier nicht zu kacke aussieht. Aber ich finde es eigentlich okay. Und ihr seht, ich habe den Motor also mal rumgedreht, denn hier müssen wir ein Stück rausholen, damit der Motor halt nicht später gegen unsere Wand knallt und ich den Spindelstock nicht mehr rumdrehen kann. Deswegen muss hier gleich eine Aussparung ran. Ihr seht, das alles ist eigentlich relativ simpel, einfach ein großes Brett, dass die Späne nicht mehr hinten dran fallen. Hier diese Aussparung, damit der Motor, dass er sich hier noch komplett rumdrehen kann. Und hier ist halt eben das erste Rohr und dort unten ist das zweite Absaugrohr. Jetzt können wir erstmal gucken, dass wir die Maschine wieder an Ort und Stelle bekommen. First things first. Ein kleiner Trick, hier links die Seite wiegt so circa 150 Kilo. Ich glaube, die ganze Maschine wird irgendwie um die 220, 250 Kilo. Ihr könnt jetzt mit so einem Stemmeisen einfach so unter die Karosse, sag ich mal, hebt es ein bisschen an und könnt es dann wie mit so einem ganz einfachen Hebel immer so ein Stück rüberschieben. Ihr vermarkt natürlich unten so ein bisschen dann eure Maschine, aber dort unten ist das überhaupt nicht schlimm. So, es sind jetzt in etwa 2 Stunden vergangen, glaube ich. Und ich habe hier das alles schon so ein bisschen getestet, damit ich euch direkt ein bisschen wertvolles Videomaterial liefern kann. Ich werde übrigens gleich, das was ihr seht, weil ich tricksen werde, würde ich ein eigenes Video drüber machen, wie man viele von diesen tollen Flaschenöffnern herstellt. Denn ich habe schon ein paar gemacht, ich zeige es dir mal. Da sind unter anderem auch die Flaschenköpfe, also beziehungsweise dieses Halbzeug, was ich verkaufe. Und dafür mache ich auch ein eigenes Video, wie man davon halt eben mehr herstellt, denn die mache ich halt auch für den Weihnachtsmarkt, die verkaufe ich dann. Es gibt von diesen Bausätzen Antiknickel, die gefahren mal ein bisschen besser, und halt noch Silbernickel, die sind halt einfach im Prinzip Hochglanz. Aber dieses Antiknickel gefällt mir einfach ein Stückchen besser. Aber jetzt geht es mal wieder um das eigene Video. Ich zeige dir erstmal den Drechselplatz, wie der Moment aussieht. Also ihr seht, der Drechselplatz ist dreckig. Natürlich, beim Drechseln entstehen so viele Späne und die fliegen ja auch viele, also viele von den Spänen fliegen nach hier vorne. Aber viele Späne liegen auch hier hinten drin. Den Absaugschlauch hier brauche ich eh manchmal, deswegen liegt er dort hinten. Und hier liegt schon mal ein bisschen Material. Hier liegt auch ein bisschen Material drin. Hier dieser Stopfen ist zu, damit auch nichts rausfällt. Den hier habe ich aber eben schon einmal sauber gemacht. Was ihr hier gut erkennen könnt, ist, dass hier ziemlich viel Schleifstaub ist. Wie das Ganze aussieht, wenn man schleift, sieht ihr aber auch gleich noch. Und hier sind halt ganz viele grobe Späne. Ist kein Staub, das sind alles grobe Späne. Aber was richtig toll ist, hier hinten ist nichts. Hier dieses 30 Grad Stück lasse ich eigentlich die ganze Zeit drauf, denn meine Messerauflage geht hier auch drüber. Das bedeutet, wenn ihr etwas staubiges Drechseln oder ihr sehr viel schabt, könnt ihr das hier beim Drechseln auch anlassen und ihr zieht so ein bisschen das feine Material weg. Wenn ihr schleift, könnt ihr einfach den drauf machen und dann zieht ihr hier den ganzen Dreck weg. Das seht ihr aber auch gleich noch. Und jetzt werden wir erstmal einen Flaschenöffner drechseln, damit ihr seht, wie das Ganze bei Verwendung ausschaut. Jetzt werde ich noch schnell, um das euch auch einmal zu zeigen, meine Drechselbank an sich aufräumen bzw. sauber machen. Weil wenn hinten der ganze Raum voll wäre, könnte ich es halt einfach reinkehren. Aber weil das jetzt noch nicht der Fall ist, kann ich es einfach hier den Schlauch holen und kann jetzt schnell alles absaugen. Und ihr habt gesehen, das Ganze hat jetzt echt Spaß gemacht, sauber zu machen. Hier unterm Bett befinden sich jetzt auch noch relativ viele Hobelspäne. Drechselspäne. Und wenn es sich da halt jetzt lohnen würde, könnte ich unten noch den Schlauch dran machen, hier einfach die Verschlusskappe abziehen und könnte unten das komplette Maschinenbett freisaugen. Und so habe ich jetzt einfach sichergestellt, dass hinten nicht mehr so viele Späne runterfallen und es in den ganzen Ecken sich nicht mehr so aufballt mit Dreck bzw. Holz. Ich bin super happy mit dem Ergebnis. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du deinen Drechselplatz sauber hältst oder ob du auch irgendwie so das Ganze eingekapselt hast, damit du die Hobelspäne sammelst bei der Arbeit direkt. Jo, ansonsten. Ansonsten soll es das für das Video heute gewesen sein. Mir gefällt es richtig gut. Es wird jetzt noch ein eigenes Video geben zu diesen Flaschenöffnern. Wie gesagt, da zeige ich euch einfach, wie ihr schnell viele Öffner herstellen könnt, wenn ihr auch vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt drechselt.
Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.